Kindersklaven. In Ghana traurige Tradition. Aber für einige gibt es Hoffnung. Jetzt dürfen sie spielen wie ganz normale Kinder. Sie sind keine Sklaven mehr. In Heimen wie diesen gehen sie zur Schule, haben ein eigenes Bett, genug zu essen. Und sie hat das geschafft. Bettina Landgrafe ist das erste Mal seit 5 Monaten wieder hier. Wenn Kinder einen so begrüßen, dann kann man nur glücklich sein, oder? Vor knapp 2 Jahren dokumentieren wir das Leben von Kindersklaven in Ghana. Sie arbeiten auf dem Volta-See. Leibeigene der Fischer. Einige von ihnen 4 Jahre alt. Kinder, verkauft von ihren Eltern. Liebe kennen sie nicht. Aber Arbeit, bis zu 12 Stunden am Tag. Sie paddeln Boote. Sie holen den Fang ein. Knochenarbeit. Unter strenger Aufsicht der Master. Verfängt sich ein Netz am Grund, müssen sie tauchen. Bettina Landgrafe ist Krankenschwester und leitet eine Hilfsorganisation. Damals trifft sie in einem Sklavendorf den kleinen Daniel. Wenn ich so mache, tut ihm das dann weh? Ja. Sklave Daniel ist 5 und kostet 20 Euro pro Jahr. Das Atmen fällt ihm schwer. Ist der Schmerz hier? Ja. Gerade eben wurde Daniel mit einem Paddel geschlagen. Frau Landgrafe, was passiert? Also er ist auf jeden Fall verprügelt worden. So, das sieht man halt hier und er sagt halt, dass es ihm da sehr weh tut. Warum hat dich dein Master geschlagen? Weil ich spielen wollte. Es ist hier eine schwer zu ertragende Wirklichkeit. Daniel vor 15 Monaten. Daniel heute. Er isst. Der Affe isst? Was denn? Popcorn. Popcorn. Magst du Popcorn? Ja. You like Popcorn? Ey, okay. Popcornmaschine. Daniel ist einer von bislang 103 Kindersklaven, denen Bettina Landgrafe einen neuen Anfang ermöglicht hat. In Hagen studiert die gelernte Krankenschwester. Und von hier aus plant sie die Projekte für ihre zweite Heimat. Über ihr Leben hat sie nun ein Buch geschrieben, Weiße Nana. Nana bedeutet Königin, ein ghanaischer Ehrentitel, den sie verliehen bekommen hat. Ihre kleine Organisation heißt Madampfo Ghana, Freunde Ghanas. Sie bauen Krankenhäuser, Schulen, Kinderheime. Mit wenig Geld und viel Hingabe. Hingabe, die sich lohnt. Daniel wächst jetzt behütet in einem Waisenhaus auf. Fische fangen muss er jetzt nicht mehr. Der Unterschied bei ihm zwischen dem Tag, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe und heute, das ist kaum mit Worten zu beschreiben. Wenn er jetzt gut in der Schule ist und lernt und Interesse zeigt, kann aus ihm all das werden, was er möchte. Also ob er Krankenpfleger werden will oder Arzt oder in die Politik gehen will, oder er kann alles machen, stehen ihm alle Wege offen und das war vorher eben nicht so. Etliche weitere Kindersklaven aber müssen immer noch täglich auf dem Voltasee schuften. Das will die Deutsche nicht länger hinnehmen. Und zur Lösung dieses Problems hat die 34-Jährige eine Idee. Auf dem Wasser mit ehemaligen Sklavenhaltern. Lange hat Bettina Landgrafe sie überzeugen müssen und jetzt sind sie bei ihr angestellt. Die Master machen bei einem Projekt mit. Wenn das funktioniert, kann ihr ganzes Dorf davon leben. In speziell angefertigten Käfigen züchten sie Fische. 3-mal täglich kommen sie hierher zum Füttern.
Unser traditionelles Fischen ist sehr hart. Wir müssen weit raus paddeln und dafür brauchen wir die Kinder. Am Anfang war ich skeptisch, aber das hier ist viel besser. Wir haben wenig Arbeit damit. Bis zu 5000 Fische wachsen in einem Käfig. Es sind heimische Barsche, die hier sehr beliebt sind. Die Zucht hat funktioniert. Die Fische müssen nur noch eingeholt werden. Heute ist Verkaufstag. Die Frauen der Master tragen den Fang an Land. Es sind über 2000 Kilo Fisch. Dann werden sie nach Größe sortiert und verkauft. Die Käufer kommen sogar aus der 250 Kilometer entfernten Hauptstadt Accra. Für die Menschen ist das ein ganz wichtiges Projekt. Das trägt nämlich dazu bei, dass sie ihren Lebensunterhalt selber verdienen können. Und das ist natürlich das, was alles auf solide Basis stellt, eben um auf Kinderarbeit verzichten zu können. Später sollen alle Fischer des Dorfes mit den Erlösen aus der Zucht bezahlt werden. Es wäre ihr erstes regelmäßiges Einkommen. In zwei Dörfern funktioniert das schon gut. Also heute ist ein sehr guter Tag. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, um die Fische zu kaufen, was natürlich eben das Geld wieder zurück in das Projekt bringt. Aber mit meinen Gedanken bin ich an sich schon weiter. Weiter, auf dem Weg zu einem typischen Dorf einige Kilometer nördlich. Wenn Bettina Landgrafe in Ghana ist, ist sie täglich unterwegs. Heute hat sie ein kleines Fest organisiert, aus einem speziellen Grund. Sie lässt ein Puppenspiel aufführen. Ein Puppenspiel über Kinderarbeit auf dem See. Den Sklavenkäufern soll vor Augen geführt werden, wie hart das Leben der Kinder hier ist. Ihnen ist nicht bewusst, wie sie leiden. Für sie hat Kinderarbeit Tradition. Die Deutsche hofft, dass auch die Dorfältesten ins Grübeln kommen. Ein Puppenspiel gegen Sklaverei. Kann das etwas bringen? Das Puppenspiel ermöglicht uns, die Situation darzustellen und darauf aufmerksam zu machen, ohne irgendwie mit dem Finger auf die Leute zeigen zu müssen. Sie können das beobachten, sie erkennen sich wieder, weil ihre Rolle in dem Kinderhandel thematisiert wird. Aber sie können erstmal aus der Distanz zuschauen und werden nicht angesprochen. Wenige Meter neben dem Marktplatz sind die Lehmhütten der Fischer. Ein Junge schläft auf dem Boden, völlig erschöpft. Um 3 Uhr morgens muss er heute zum ersten Mal rauspaddeln. Zweimal am Tag geht der Master mit den Kindern zum See. Gehen sie nicht, haben sie nichts zu essen. Ich habe das Puppenspiel gesehen und von diesen Käfigen gehört. Da würde ich mitmachen. Und dann lasse ich die Kinder zur Schule gehen. Noch aber müssen seine gekauften Kinder arbeiten, das Netz von Ästen befreien und wieder hinaus auf den See. Genau so wie vor knapp 2 Jahren dieses Boot. Auf dem musste Corsi arbeiten. Am Rande des Dorfes traut sich der 10-Jährige von seinem Leben zu erzählen. Seine leiblichen Eltern bekommen für ihn für jedes Jahr Knechtschaft 50 Euro. Meine Mama kommt manchmal, aber sie holt nur das Geld, nicht mich. Das Boot ist so schwer, ich will nicht mehr paddeln, das tut weh. Ich will in die Schule und einen guten Beruf haben. Corsi hat einen großen Traum. Ich werde Präsident. Ich will den anderen Kindern hier helfen. Die sollen nicht mehr auf den See müssen. Corsi vor 2 Jahren. Corsi heute. Er ist auf dem Weg zur Schule. Die beginnt gegen 9 Uhr mit einer Stunde Sozialkunde. Neben Englisch sein Lieblingsfach. Er ist ein guter Schüler. Verpassen will er nichts. Früher musste ich 6 Tage die Woche auf den See raus. Jetzt darf ich von Montag bis Freitag lernen. Ich bin sehr fleißig. Corsi lebt in dem Dorf, das bei der Fischzucht mitmacht. In seiner Familie ist er jetzt keine billige Arbeitskraft mehr, sondern ein ganz normales Kind, das nachmittags Hausaufgaben macht. Wenn ich dann so mal für mich alleine einen Moment sitze und das einfach so beobachte, dann
fühle ich so richtig, wofür wir das machen, dass das eigentlich sozusagen das Endergebnis ist. Und das ist das Allerschönste. Corsi hat zum Abschied eine Bitte. Er möchte noch etwas sagen. Ein bisschen Zeit brauche ich noch. Aber dann freue ich mich, Sie hier wieder willkommen zu heißen. Denn dann bin ich Präsident.